Ekaterina Leonova und Paul Lorenz waren mal ein Paar, nun stehen die beiden für die Let's Dance Profi Challenge gemeinsam auf dem Parkett. Nach dem Let's Dance-Finale ist noch nicht Schluss, im Gegenteil. Für die TänzerInnen geht es weiter, denn seit einigen Jahren gibt es im Anschluss an die Staffel auch noch die Profi Challenge, in der sich die Besten der Besten messen und in zugelosten Kombinationen gegeneinander antreten. Let's Dance Profi Challenge. Ekaterina Leonova tanzt mit Ex-Paul Lorenz. In diesem Jahr gibt es ein schicksalhaftes Los für Paul Lorenz. Der Profi, der nach 9 Jahren Pause in diesem Jahr wieder bei Let's Dance zu sehen war, wird bei der Profi-Challenge gemeinsam mit seiner Ex-Freundin und früheren Partnerin Ekaterina Leonova antreten. Was viele nicht wissen, Paul und Ekat haben von 2008 bis 2014 in der Hauptgruppe S Standard und Latein zusammengetanzt. Waren aber auch privat ein Paar. Die beiden machen aus ihrer früheren Beziehung, die immerhin 6 Jahre ging, kein Geheimnis. Im vergangenen Jahr sprach die Russin ausführlich über ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Freund. Mit ihm habe sie während der Beziehung in einer Einzimmerwohnung in Köln gelebt und seine Familie sei für sie wie eine zweite Familie in Deutschland gewesen. Ich bin diesen Menschen unglaublich dankbar, so Ekat, Paul sei es auch gewesen. Der sie zu Let's Dance gebracht habe. Ursprünglich habe er sich beworben und seine damalige Freundin dann einfach mitgenommen. Trotz der Trennung stehen die beiden nach wie vor in Kontakt und haben ein gutes Verhältnis zueinander. Während Ekat offiziell Single ist, ist ihr Partner mittlerweile verheiratet und hat eine Tochter. So schwierig ist das Training für Ekat und Paul, doch wie kommen Ekat und Paul damit klar, dass sie jetzt nach so langer Zeit wieder eng zusammen tanzen müssen? Bei Instagram geben die beiden einen ehrlichen Einblick in ihr Training. Eine kleine Rückmeldung von uns, startet die Wahlmünchenerin die Story, während Paul von einem ersten Krach berichtet. Wir sind noch am Leben, am ersten Training stark, schmunzelt die dreifache Let's Dance-Siegerin. Paul ergänzt, es war schon sehr spannend, nach so langer Zeit wieder so intensiv miteinander zu arbeiten. Die Arbeit sei unerträglich, witzeln die beiden. Zurück im Hotel gibt Ekat zu, dass das Training nicht einfach sei und sie mehrere Tänze vorbereiten müssen. Da können sich die Fans ja auch einiges einstellen.